Ich muss mir heute echt ein bisschen den Arschtritt geben, dass ich ein Streamchen anwerfe. Ich war heute echt müde, kaputt und ich könnte mich jetzt wirklich... Ich könnte mich schon wieder schlafen legen, ey. Ich habe gehört, Kaffee hilft. Kaffee hilft. Ohne Mist. Ich könnte schon wieder schlafen. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich auf meinen Urlaub nächste Woche freue. Urlaub. Heute ist Dienstag. Heute könnten wir die Eulenaffäre tatsächlich ein bisschen machen. Oder wir könnten uns einfach, komm, wir machen I'm only sleeping Stream und ich lege mich wieder ins Bett. Gute Nacht. Ey, aber momentan wirklich, ich bin so hardcore müde den ganzen Tag. Komm so schlecht aus dem Bett früh raus. Aber ich glaube, das habe ich die Tage schon mal gesagt. Ich bin irgendwie nur noch am... Ich will Urlaub, ich will schlafen. Mal wieder ausschlafen. So. Kommt ihr her? Ja, voll toll und so. Hey du. So. Ich mache ein bisschen Dailies hier, ha? Huh? Ich weiß gar nicht. Ich würde sagen, wir haben heute ein bisschen was zu tun in Genshin. Ich weiß nicht, ob wir dann sagen, okay, wir machen heute nur ein bisschen Genshin und ich mache heute nicht so lange, weil ich echt müde bin halt schon. Oder dass wir sagen, ach komm, schauen wir mal, was der Tag ein bisschen bringt. You can't risk catching a cold, because it might turn into something more serious. And if that happens, well, I can't go avenging my clan by picking on the sick now, can I? Okay, Eula. Bitte hau mich nicht. Au! Wie viel angereichertes Harz haben wir? 4. Thunder drowns out all other sounds, hampering my perception of the surrounding environment. 4 haben wir. Ja, ich würde sagen. Gucken wir mal, vernichtetes Auge des Sturms. Beg for mercy. Flood of frost. More speed. Crush. Illusion shattered. Beg for mercy. Tschüss. Tschüss, Auge des Sturms. War schön mit dir. War zwar nur kurz, aber war schön. Meine Zigarette ist ausgegangen. Oh, ich könnte... Ja. Ich bin... Ja, kann man machen. Ich hasse es, müde zu sein. Wirklich. Ich hasse es einfach. Das sind solche Sachen, die ich überhaupt nicht kann. Warum muss man müde sein im Leben? Müde ist viel Kopf, braucht man nicht. Schlaf ist überbewertet. Visibility is excellent. If we head to higher ground, beg for mercy. Ja. Wir müssen da runter, gell? Ich wollte schon zu den normalen Dailies hier. Ah, die. Okay. Eula. Hui. Jo. Hallo, du. Nicht die Schüssel angreifen. Warte mal, ich hau erstmal den Schleim hier. Dann kommt der andere ein bisschen zum Wasser, dann können wir ihn einfrieren. Also wir könnten auch hier so ihn einfrieren, aber... Ups. Au. Shutter.
Aber man merkt voll an, dass ich heute nicht einfach müde bin. Ich mache einen Blödsinn hier. Langsam, vielleicht werde ich ja langsam wachen. Sonst machen wir eine Runde Borderlands. Ballern, schießen, Peng, Puff, Pau. Da werde ich schon wach werden, ha? Huh? Au. Oh. So. Geh kaputt. Jo, wo haben wir noch eine Daily? Die ist hier drüben. Ah, ich kann es mir denken. Künftige Ritter Ellen. Okay, Ellen, ich komme. Ich komme. Ich komm. Ellen! Du brauchst Hilfe, habe ich gehört. Ja. Ich soll... Ja? Ja, was denn? How can I smash all these training dummies at once? Keine Ahnung, mit einer Q? So that's how to do it. Die waren aber weit auseinander. So. Ja, mit einer Q geht das immer ganz gut, vor allem wenn du so eine Rose dabei hast, die hat eine hohe Range. Bitte, Ellen. Wir machen da ein bisschen das Event, ja? Gibt's ja auch. So, ich wandle mal kurz ganz schnell ein bisschen Harz um. Ich kann das immer nicht sehen, wenn da das voll ist. Das kann ich nicht sehen. Tja. Tschupp. So, dann können wir fünfmal auf jeden Fall mal noch Euler mit Kron. Ja, stimmt. Vielleicht kriegen wir sie sogar nochmal mit gekront. Catherine, meine Gute. Ich hätte... Quatsch, das war das Falsche. Tut mir leid. Eigentlich wollte ich ja die Belohnung abholen für die Dailies. Danke. Und was... Gucken wir mal da. Tschüss. Bennett, mein guter Fischl. So. So ein paar Charaktere haben wir ja auch noch, die wir hochziehen können. Schauen wir mal. Vielleicht brauche ich ja irgendwas für Bosse oder so. Schauen wir einfach mal. Dann laufe ich mal zu Wagner. Es ist ja eine neue Woche. Hey, Wagner. Hey, was geht? Kann ich was schmieden bei dir? Ich kann doch bestimmt... Na, das auf keinen Fall. So. Ey, 400 haben wir da unten von einfach mal rumliegen. Oh, ich bin ziemlich pleite. Ich glaube, ich sollte vielleicht mal mein Harz nicht in... Ich gebe davon noch mehr, ich gebe noch mehr Geld ausgeben. Also vielleicht sollte man heute einmal... Oh. Ich habe keine Ahnung, was ich brauche. Ich nehme einfach mal Fleiß. Eigentlich brauche ich gar nichts davon aktuell. Wir kochen mal schnell 20 Sachen. Was kochen wir denn? Chup. Haben wir irgendwas Ausdauertechnisches mal so? Ein bisschen was anderes? Beim Klettern weniger Ausdauer? Warum habe ich so wenig Möhren? Okay, ich habe kaum noch Karotten, ha? Huh? Stellt Ausdauer wieder her. Beim Rennen. Nee, ich habe irgendwas so an... Keine Ahnung. Hatte ich nicht irgendwas mit Gleiten? Das werde ich bestimmt nicht machen können, ha? Huh? Haben wir irgendwas noch nicht voll? Schauen wir mal da vielleicht durch. Nee, das haben wir eigentlich auch. Mittlerweile, glaube ich, alles. Ja gut, komm. Reispudding. Reispudding geht immer. Junjin. Machen wir mal 20 Reispudding. Reispudding ist immer geil. Ist fast wie Milchreis. Ich glaube, das ist sogar Milchreis dann einfach. So, wunderbar. Schauen wir mal. Da. Bup. Die Objekte schmieden sind unterwegs. Deko stelle ich sowieso nicht her. Ja, wir brauchen eigentlich ein bisschen Geld. Also würde ich sagen... Werden wir dann vielleicht mal die Woche ein paar Geldkügelchen einfach mal machen. Mit so einem normalen Standardharz, das wir haben. Machen wir Geldkügelchen einfach von 7 bis 9. Okay.
Machen wir mal hier weiter das Event. Und dann schauen wir mal, was wir mit unseren Harz machen. Ich glaube, es werden echt Goldkügelchen werden, einfach nur Mora-Kügelchen. Mal ein bisschen Geld wieder ranbringen, weil Yanfei, Chichi und Shinlis leveln sich nicht von alleine auf 90 hoch. Ey Kasua, was geht? War der Fuchs schon immer da? Greetings, traveler in Paimon. I heard there would be guides for the Iridori Festival, but I didn't expect it would be you two. We didn't expect to see you either. Returning as a guest for the Iridori Festival, no doubt. I was a little surprised myself when I received the invitation. But after wandering the outside world for so long, it's good to have an opportunity to return to my homeland and pay respects to my old friends. Kazuha, when we saw you in the distance just now, you seemed to be looking for something. What happened? Ah, yes. You see, when I came off the boat with everyone just now, I suddenly heard light footsteps around me. I could tell they were not footsteps of a regular passenger. But by the time I turned around, the person had already disappeared. I only heard a splash come from below the pier. Even though I didn't manage to catch a glimpse of them, I found this strange piece of paper by my feet. Oh, does the paper happen to have a poem written on it? Huh. How did you know? Wir sind einfach gut. Fascinating. It's almost hard to believe such things could happen. Kann ich den Zettel mal sehen? Sure. Here it is. Please, have a look. Danke. Wir lesen das nicht durch. Aoi no Okina's poem ended with a reference to Akihito. And sure enough, this is a story about him. The story this time basically says that Akihito got his name from his love of red seals. However, the shogun discovered that he had committed plagiarism, and he was soon exiled. Well, if Paimon were to rate today's story, it sounds pretty unfortunate. I don't think there's anything particularly wrong with this story. I too was once wanted as a criminal by the shogunate, so I'm not all that different from Akihito mentioned in this story. But according to the story, Akihito was exiled by the shogun because of his wrongdoings. You did nothing wrong, Kazuha. Huh? Traveler, what are you thinking about? Der Stempel in der Geschichte. Ah, by the way, you mentioned that your friend has been struggling because he's unable to sign his name quickly, right? In Liyue and Inazuma, there is a saying, that which has been stamped has also been signed. Perhaps using a seal could be a feasible solution. While sailing at sea, I sometimes carve things to pass the time. If you wish to create a stamp for his seal, I might be able to help. Wäre doch voll die Idee. Ich hab gedacht, wir sollen die Leute ein bisschen herumführen. Ein neues Gemälde im blassen Rot. Ich hab gedacht, wir sollen die Leute ein bisschen herumführen, ha? Hallo, ich beeil mich! Warte mal. Wie würde Sache Rose zu Albedo laufen? Senpai? Chef! Meister! Wo bist du? Albedo! Da ist er. Ich traue mich nicht. Guck mal! Hey du! Von den Geschehnissen. Welche Geschehnissen? The story of the five Kassen appears again, and with a timely solution. A stamped seal, huh? Indeed, it is an efficient solution. If we use a stamp, then Xingqiu won't have to struggle with his handwriting anymore. However, aber? Since Xingqiu's signature has been previously revealed to the readers, it would seem
insincere if he only used the stamped seal for his new books. But I have another idea. Using a seal is a part of it, of course. Let's go to Uya restaurant now to discuss my idea with everyone. Wir kommen. Das Event könnten wir doch auch weitermachen, oder? Rein theoretisch. Mal so reingeworfen. Also einmal das hier. Dann werden wir das da, glaube ich, sowieso heute freischalten mit dem da. Aber ich glaube, das hier können wir jetzt doch rein theoretisch komplett fertig machen. Ja, schau her. Dann können wir das heute auch komplett durchziehen. Lass mich mal kurz gucken. Wir haben ja ein paar Gebete über. Trotzdem weiß ich nicht, will ich immer noch so ein bisschen die Farbe immer sehen. So, kamen wir nochmal rein. Zack, war klar. Ob ich jemals Kekwin ziehen werde? Nein, ich ziehe ein Schwert. Aber ich glaube, das Schwert ist ganz... Ein Favonius Kurzschwert. Ich habe einmal was von Favonius gezogen, was ich noch nicht habe. Was ist denn da los? Ich glaube, das kriegt er ganz einfach, weil er hat noch keins in Lila. Dann fehlt uns nur noch ein Speer, hä? In Lila. Nur noch ein lila Speer. Ach ne, stopp, ich hätte ja. Ja, aber der Drachenschreck. Hydro und Pyro. Wer ist denn ein Speerkämpfer mit Hydro? Also Pyro, warte mal, Pyro ist ja sie, also die bleibt einfach bei der Favonius wegen der Aufladerate. Und wer ist denn ein Hydro-Sperrkämpfer? Achso. Nee, da laufe ich nicht hin. Da teleportiere ich mich schon hin. Nee. Ich laufe doch nicht so weit. Das mache ich nicht. So. Was haben wir denn da eigentlich jetzt frei? Ah, guck mal, die 50 Gebete haben wir. Die 50 Gebete haben wir. So. Was? Saccharose war kaputt. Hast du das gesehen? Saccharose war kaputt. Ich laufe mal ein bisschen mit Euler rum. Da war einfach Saccharose hinüber. Weißt du, ich bin den ganzen Tag Hunde müde. Aber auf der anderen Seite... Wo ist er denn? Ist er oben? Ich geh mal rauf. Auf der anderen Seite kann ich nicht pennen abends. Was geht? Ich hab was für euch. Ein Tipp. Yes, that's it, Jenny. Your writing has greatly improved today, which means yesterday's intensive training was effective. My apologies, but I simply can't do it anymore. My hands are so sore that I can't even move them anymore. Oh, I should have known better than to read novels during calligraphy class. You just had a 10-minute break. Come on, you can do this. Alter. When it comes to pushing a deadline, there's no one more brutal than Mr. Hirayama. No wonder Lady Yai would always send the editorial director to handle troublesome authors. Whoa, this is getting scary. It has no, der Arme, der schaut ja richtig kaputt aus. Mr. Hirayama, we found a solution that might just solve our dilemma. In both Liyue and Inazuma, seals are widely used as the equivalents of a signature. If we use a stamp to leave the author's seal on the books, then we could make the signature process a lot easier. Of course, a seal on its own is not enough. So, I propose that each signature consists of two parts. First, we'll use a personalized seal. We can simply carve one using Chen Yu's signature as the design. In addition, I'll also design a simple but elegant pattern that's easy for Chen Yu to write. That way, he will only need to draw a simple pattern on each book. Let me think. All right, I think that would work. Not only does it still involve the author's own handwriting, but the result should be very beautiful as well.
So, what you mean to say is, I've been saved from this predicament? Mr. Hirayama, it suddenly occurred to me that the reason we gave up on live book signings previously was because it would take too long for the author to sign each book. But if we adopted Kautz's proposed method, we might have enough time to do signatures at the live event. And if all the authors signed their books in the same fashion, then Jinyu's signature wouldn't look out of place. Well, if you think it's feasible, I would certainly be happy to sign signatures for the other authors as well. Yeah. Yes, and you may leave carving the stamps to me. In that case, I shall contact the other two authors participating in the new. Nicht mit Mikrofon schmusen. Ja, nicht mit Mikrofon schmusen. It is a great honor to use a signature designed by Kautz. Willst du auch streamen, huh? My pen name is quite complicated and isn't suitable for signing events. However, if we implement this new format, then it'll be a dream come true for me as well. Great! Looks like everyone's on board with the idea. I'm sorry to have kept you busy for so long, Jinyu. Please, take the next few days to have a good rest. We'll handle everything from here. The books that Jinyu already signed can be used as special prizes in future events held by the Iron Nervensäge. We did it. The event is saved. Jetzt wärst du fast durchgefallen. Thanks to everyone's efforts. Ganz nah, überall. I are finally free of that mess. That's right! You're finally free, Xingqiu! Maybe you should step outside for some fresh air. Da will jemand Aufmerksamkeit. Jetzt stehe, habe ich eine Katze im Bild. Na komm, hopp. Nein, nein, nicht zu mir. Ich sag hopp. Time to burn. Where should we go next? Vor 10 Minuten war mein Teacher noch Katzenhaar frei. Jetzt nicht mehr. Oh, Wendy! Ayaka! There you are. Ayaka, du bist ja auch da. Oh, it's Ayaka! And Wendy! That's an interesting combo. I was just going to the festival venue to prepare the Ikebana lesson, when I found a strange piece of paper on a flower stand. This bar just happened to be close by at the time. He informed me that you've also found similar papers recently. As such, we came together to find you two. But the paper she found isn't quite the same as the ones we found before. Here's the paper. Please, have a look. All the poems we found before were roughly the same length. But this one is only two lines. And even though there are only two short sentences, neither of them are next to the title or centered on the page. The position of the writing seems to indicate that there is other content written on this paper besides these two lines. If we take the poem literally, it reads, "Dip this paper in water and see the truth naturally appear." Speaking of which, I have an ancient text at home, specializing in ancient and exotic stories. It mentions a special ink that will show itself when wet and disappear when it's dry. So, shall we give it a whirl? It just so happens that there's a pond nearby. Das ist ein ganzer Fluss, hier ist überall Wasser. Da ist Wasser. Da ist Wasser. Hier ist überall Wasser. Warum bist du da runter? Was not yet well developed, handwritten text could easily become smudged in books when exposed to moisture. To ensure the text lasted longer, they'd either write using a special ink or coat the paper's surface with a waterproof coating once the writing was finished. Such special inks are time-consuming and laborious to produce.
and the waterproof coating could also prove just as difficult. However, since Akihito's poetry collection was an important gift to be presented to the Shogun, surely one of those two methods was used to protect it. But as for the plagiarized poems, not only would they lack Akihito's seal, but the words would also react differently when exposed to liquid. Dieses Gedicht hat nicht AKI über Dingsbum geschrieben. Das, was ich gesagt habe. Yes, it appears that this is the truth that Sumizome's story is trying to convey. Although the story is saddening, I've decided on the subjects to use for Akihito and Sumizome's portraits. Kazuha, Ayaka, would you be willing to be the models for my paintings? I would be delighted. Yes, as would I. There you go! The next two portraits should be ready in no time! Yes. And now that all four stories have all been collected, the story of the five Kasen is now fully completed. Hm? Warum der fünf? Long ago, Inazuma had five legendary poets. People bestowed upon them the title of the five Kasen. One year, the poet Suiko made his way to Tenshukaku and presented the Kasen's work for the Shogun's perusal. But a page from the works of Aoi no Okina had been torn out, and Suiko was questioned regarding the matter. Suiko pleaded guilty. He admitted to drinking at the tavern the night before, and vaguely recalled a mysterious figure approaching while he was intoxicated. That figure was none other than Aoi no Okina himself. This turn of events had begun with an unnamed individual, under whose coercion, Aoi no Okina was forced to take drastic measures to retrieve a page of poetry. He knew nothing of this individual's true intentions. All he knew was that the poem had to do with an old acquaintance, Akihito. Akihito had once belonged to the five Kasen. Each poem he composed, he marked with a scarlet red seal, hence the Aka in his name. Such a distinguished writer was he, and yet one of the poems he had submitted the previous year was found to be plagiarized. Akihito was exiled for his crimes, and only four of the five Kasen remained. Sumizome went over Akihito's poems and noticed that the plagiarized poem lacked his seal. She immersed his poetry in a stream nearby, and only on the plagiarized poem did the ink run. Aoi no Okina passed by and witnessed Sumizome's doing, which he then recorded in a poem. Thus transpired the events of Suiko's poetry submission, and this is where the story comes to an end. War das die wirkliche Story jetzt? Böse Eye Raiden, ich muss mal mit dir ein Wörtchen reden. Kannst du nicht immer die Leute verbannen und was weiß ich alles. Zwei Porträts. Was ist? We completed the story of the five Kasen. There's still one thing Paimon hasn't been able to figure out. Was denn? One of the five Kasen is called Kurenushi, right? It's just that, how could the story of the five Kasen finish without him appearing at all? Oh. Oh, have you really not noticed? Huh? Not noticed what? This is no time to be playing games, Tone Deaf Bard. What he means is that the story of Kurenushi was already embedded within the four poems. Huh? Really? That's right. The key lies in the poem that Aoi no Okina wrote after seeing Sumizome rinsing the poetry collection. An average person could never understand the scene of a young girl washing Akihito's poetry collection in a stream. Even Aoi no Okina couldn't figure out the meaning behind Sumizome's actions. He was simply reminiscing and thinking about his old acquaintances. However, for the perpetrator who framed Akihito, it was completely obvious. He was worried that if this poem was seen by the Shogun, then the Shogun could discover the truth behind the plagiarism incident.
If that happened, then he'd be finished. So in desperation, he threatened Aoi no Okina to make him tear out this poem. Which means, the one who threatened Aoi no Okina is the same person that framed Akahito. Es ist Kurinuningsbums. Kurinushi? That's right. Though there are only four poems, they still managed to tell the complete story of all five Kasen. Since the shogun mentioned in the poems is certainly not the one of the five Kasen, the only character left is the mysterious one with an unknown identity. Oh, okay. Paimon is finally starting to get it now. Mm-hmm. However, this also brings something else to mind. The story of the five Kasen has more or less reflected everything that's been happening around us lately. Which begs the question, is there a Kurinushi in our world as well? A Kurinushi? In our... Speaking of which, I wonder if our dear Kazuha has come up with anything. Oh, right! Kazuha! He's been pretty quiet this whole time. Let's ask him! Mhm. Kazuha. Achso, da fehlt ja noch eins. Venti, den ich aussprechen kann, Kazuha und Ayaka. Das von Ayaka finde ich irgendwie echt schönes Bild. Und das von... Ja gut, Venti passt halt einfach. Weil das ist auch ganz cool, aber das von Ayaka finde ich am schönsten. Das Bildchen. Are you okay? You've been standing in front of this blank canvas for a while and you don't look so good. Apologies for making a wild assumption, but has the story of the five Kasen reminded you of anything? Yes. A few things did come to mind, actually. However, they were nothing more than some past incidents regarding my family. I don't mind sharing the stories, but I'd prefer not to bring you any more trouble. Hey, we're all friends here, Kazuha. You can always tell us whatever's on your mind. Kaidehara, please forgive my assumption, but perhaps you were thinking of the Raiden Gokuden? The Raiden Gokuden? What's that? It appears that Miss Kamisato and I were thinking of the same thing. But it also has much to do with the Yashiro Commission. It would be improper to speak of it here without the consent of Miss Kamisato. It's fine. Those of us here are all trustworthy, so there isn't any harm in it. However, this matter is somewhat complicated and may be difficult to explain. Let me start with the Raiden Gokuden. As you all know, the Yashiro Commission's primary purpose is managing ceremonial and cultural affairs, and Inazuma's art of forging swords is a very important part of our culture. The Raiden Gokuden were once the top five schools of the forging art in Inazuma. Although these families were swordsmiths by craft, they also held many important positions in the Yashiro Commission. Unfortunately, of the five, only the Aminoma art still maintains its artisan lineage. The descendants of the Ishin art are also still alive, but the craft has been lost to time. The descendants of the Ishin art are none other than the Kaidehara family. Whoa! We knew Kazuha came from a noble family, but we had no idea about his connection to the Yashiro Commission and sword making. Yes, but that's all part of the past now. The Ishin art was lost with my great-grandfather's generation. My grandfather was dissatisfied with my great-grandfather's lack of effort. When he was young, my grandfather traveled all over Teyvat to find a way to revive the family business. But it was to no avail. And in my generation, our last remaining family property was lost as well. I heard my elder brother mention that the decline of the Raiden Gokuden happened very rapidly. In the span of a few decades, three of the families suffered various misfortunes and disappeared completely. Later, there was speculation that all of these misfortunes stemmed from some background machinations, meaning that someone wanted to wipe out the Raiden Gokuden. However, since not every family of the Raiden Gokuden came to ruin, such explanations were treated as nothing more than a conspiracy theory. Indeed. I've also believed such ideas were just theories and rumors.
However, I know that a major incident happened to my great-grandfather when he was young. Not only did it affect the Kaedahara clan, but it nearly jeopardized the Kamisato clan's position in the Yashiro Commission as well. After reading the story of the five Kassen, I can't help but feel like it's pointing me toward the truth behind that incident. What exactly happened to your great-grandfather, Kazuha? I still can't say. I need to speak with someone to verify the details. Let's meet here again at noon tomorrow. I will tell you everything I know then. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. So. Also ein Bildchen fehlt noch. Kampf der einsamen Klingen. Blumenhöfe. Okay. Okay. Ja, Entschuldigung. Mich hat's zerrissen. Ja. So, hi. Ich würde gerne die anderen paar noch machen. Es ist okay für dich. Fangen wir direkt mal an, ne? Ich glaube, ich muss ja eh. Ich weiß ich nicht. Muss ich beides immer machen? Ich weiß nicht. Ich glaube schon, gell? Höchstmenge der Prototypen. Okay. Wir haben physischen Schaden. Also, deshalb bin ich auf jeden Fall. Angriffsgeschwindigkeit ist immer ganz nice. Wir nehmen mal die komplette Angriffsgeschwindigkeit. Ja, die Höchstmenge, weiß ich nicht. Könnte man mitnehmen. Ist ja nur die krachende Balliste. Beim Abbauen von Verrichtungen. Ja, ich will am besten gar nicht abbauen. Wir nehmen mal Eis und Wasser noch mit. Dann könnte man nicht einfrieren. Bam. Mache ich immer Eis, Wasser, ha? Am besten so eine Dreier-Kombo. Eis, Wasser, physisch. Ach so, das ist das hier. Was steht denn da? Ich weiß jetzt aber nicht, kommt ihr hier von hier oben auch? Nee, gell? Also wir haben hier Eis und Eis. Ja, dann brauche ich hier definitiv, würde ich hier mal herbauen, einmal Wasser. Einmal Wasser. So. Hier haben wir Wasser, dann würde ich hier gern Eis bauen. Jetzt haben wir hier das so. Ja, dann baue ich hier nochmal, wenn sie hier beide vorbeilaufen. Hier Wasser. Und hier Wasser hin. Und ich habe ja noch ein paar. Dann mache ich hier jetzt mal so den Kollegen. Jetzt will ich aber hier auf der Seite so ein bisschen Backup noch haben. Bam. Bam. Ach, ich habe schon die Höchstmenge. Warte mal. Kann ich die Fallen hier abreißen? Abbauen. Weil so Fallen will ich nicht. Ich will wirklich, wenn, dann Damage drauf drücken. Abbauen. Bam. Abbauen. Bam. So. Wenn, dann will ich schon Damage drauf drücken, oder? Partie beginnen. Nice und go. Ich bleib einfach hier oben stehen, weil hier unten rumzulaufen bringt eh nix. Hoffe ich, dass wir sie immer so ein bisschen einfrieren können mit dem Wasser.
Das wäre nicht ganz cool. Die Brücke erhebe ich mir wirklich für ein Backup, für Not technisch auf, wenn irgendwas Großes mal durchläuft, weil hier sind 4 solche Dinger. Da mache ich mir da wenig Gedanken. Die kriegen den schon kaputt dann. Also wirklich, wenn irgendwas Großes, Schnelles vielleicht durchläuft. Aber bis jetzt eher wenig Problematik. Wir müssen das selten treffen. Da. Guck mal, der soll kaputt gehen. Ja, da ist er auch schon kaputt gegangen. Dann haben wir halt hier, das ist ein physischer Schaden. Alright then, I'll teach you. Oh yes, I'll teach you. Die Maps kennen wir ja. Habt ihr gerade ernsthaft so weit hintergeschossen? So, genau für sowas heben wir uns mal die Adeptenbrücke auf, wenn doch mal was in die Hose gehen sollte. Also der geht kaputt. Da mache ich mir wenig Gedanken. Der geht auf jeden Fall kaputt und der hier hinten auch. Also die gehen wirklich kaputt. Da mache ich mir echt keine Gedanken. Guck, aber die schießen voll weit. So, der ist auch kaputt. Jetzt, der hinten heilt sich ein bisschen. Bis jetzt ja perfekt, oder? 5 Gegner kommen noch? 4 jetzt? Gut, jetzt kommen die Großen hier. Da hebe ich mir definitiv mal safe. Adeptenbrücke, scheiße. Fuck. Er ist durch. Und jetzt kriege ich den nicht weg. Ich war zu spät mit der Adeptenbrücke. Ach guck mal, da oben ist auch so ein Turm. Ich war zu spät. Und der geht auch durch. Ach Manu. Ach nö. So, der ist weg. Warum brennen jetzt die Türme? Aber es ist nur noch er. Aber damit ist er kaputt. 3-8. Okay, nice. Ist ja okay. Aber wir hatten von Anfang an genug Punkte, um eigentlich irgendwie gefühlt das ganze Feld voll zu schmeißen. Müssen wir das andere jetzt eigentlich mal so die Frage... Ach guck mal, das können wir jetzt auch machen. Aber nee, müssen wir jetzt eigentlich das andere hier rein theoretisch auch machen? Hä? Wieso im Gange? Ach, im prunkvollen Einzug. Ah. Okay. Ja, dann machen wir den prunkvollen Einzug auch noch. Also muss man alles immer doppelt machen. Okay. Dann machen wir auch direkt hier nochmal weiter. Hi. Ja, Theater der Vorrichtungen. Das als richtiges Event, muss ich mal ehrlich sagen, wünsche ich mir vielleicht tatsächlich wieder. Ja, die Stäbchen. Ich würde wieder Angriffsgeschwindigkeit überall mal reinpacken. Angriffsgeschwindigkeit war nicht echt nice. Versteckten Angriff und da erhöht die Angriffsgeschwindigkeit. Ja. Also mehr. Mehr Damage nehme ich. Und mehr Damage. Eiskondensation ungefähr. Ja, komm. Go. Aber ich mag, es ist so Tower Defense im Genshin-Style, muss ich tatsächlich sagen, hat mir echt Spaß gemacht und mochte ich tatsächlich auch. So. Abbauen. Da oben mittig haben wir ja schon eine.
Also ich hätte es jetzt mal wirklich wieder genauso gebaut. Wassertürmchen. Bam. Hier haben wir ein Wassertürmchen, also machen wir jetzt hier ein Eistürmchen. 2 von 3? Kann ich nicht mehr so viele machen, tatsächlich. Das ist ja nicht schön. Baue ich hier nochmal ein Wassertürmchen her. Oh, da fehlt... Ein Eisturm haben wir weniger dann. Zack. Und ich glaube, auch davon haben wir dann einen weniger. Soll ich vielleicht dann doch mal so eine Teufelsfalle bauen? Aber ich weiß nicht, hier? Vielleicht eher nicht. More speed. Hier drüben? Weil ich kann jetzt noch ein so Ding bauen. Ich kann aber 4 Türmchen noch bauen, weißt du? Machen wir hier so 2 so Teufelsfallen. Und hier mache ich nochmal so ein Geschütz hin. Jetzt habe ich noch Punkte übrig. Dann schmeißen wir auch noch die Teufelsfallen her. So einfach ist es. So, jetzt. Achso. Eine Teufelsfalle. Ja gut, eine Teufelsfalle bleibt über. Hätte ich vielleicht irgendwo da vorne hinbauen sollen? Oder den Turm hier ab? Hier oben die Teufelsfalle hin oder lieber die... Warte mal. Dich baue ich nochmal ab. More speed. Dich baue ich nochmal ab. Ich baue hier den Turm mit her. Hier vorne. Dass die hier vorne rumschießen können. Ja komm, wir bauen jetzt einfach hier eine Teufelsfalle noch hin. Komm, scheiß drauf. Ich kenne die, ich habe die Dinger damals nicht genutzt. Fertig. Ab dafür. Partie beginnen. So. Darf mich halt nur wieder nicht so blöd mit der Brücke anstellen. Was schießt denn ihr jetzt? Warum schießt ihr so Zeug? Habt ihr vorhin doch nicht gemacht. Aber voll geil. Die können direkt von Anfang an drauf schießen, nämlich. Wenn die da vorne sind. Wenn der da oben ist, bringt das nichts. Schaut doch gut aus, hä? Alles ganz gut aus. Das war die tollste Fahrt. Ah, die hat so ein bisschen gestunt, hä? Brauche ich. 2500 Punkte brauchen wir rein theoretisch. Wenn wir die haben, sind wir eigentlich auch schon durch. Warum bleiben die da immer mal kurz stehen? Ach, um sie ihre Fackel anzuzünden, oder wie? Oh, Teufelsfalle. Ach, jetzt ist die weg. Wenn die einmal ausgelöst hat, ist die weg. Ah, okay. Achso, ich habe keine Vorrichtungspunkte mehr. Ah, dann hatten die da vorne eigentlich eher weniger Sinn gemacht. Ui! Das ging mir nicht ein bisschen zu knapp. Die hatten auch noch ein bisschen für 8 viel Leben gehabt. Ich weiß aber nicht warum. Ich kann ja eh nur noch Teufelsfallen hinschmeißen. Oh oh. Dass wenigstens der eine nicht durchkommt. Ah, der Schleim hat es geschafft. Leider hat er es geschafft. Also ich glaube nicht, dass wir die 2,5 schaffen, die Punkte. So, wir erledigen dich jetzt einfach, indem wir dich runterfallen lassen. Aber zumindest schon mal eine nicht, nicht der hinkommt. Die halten aber auch viel mehr aus, ha?
Guck mal. Der ist jetzt Half-Life und der ist da vorne schon mal komplett durchgespaziert. Ja, den schaffen wir auch nicht. Also lassen wir den nächsten auch direkt einmal runterfallen. Das sind noch 5 Stück. Also vielleicht schaffen wir die 2-5 Punkte an sich eh nicht. Könnte passieren. Ich habe halt auch keine Vorrichtungspunkte mehr. Knights and aristocrats share the same cultural heritage. But the knights had enough sense to do away with all the superfluous detail. Ist jetzt ja eh nur er. Aber den würde ich tatsächlich gern ohne Brücke machen, weil die anderen bringen, glaube ich, mehr Punkte als er. Ja, der läuft aber hier durch. Das juckt den gar nicht. Das ist den komplett egal. Der spaziert hier einfach durch. Schade. You want to learn some Favonia's blade work? All right then, I'll teach you. Oh yes, I'll teach you all right. Mark my words. Halten wir den hier zumindest ein bisschen. Alter, wir haben ja dem noch gar keinen Schaden gemacht. Der heilt sich ja mehr hoch als sonst was. Was soll denn das? Der hat sich hier hinten die ganze Zeit nur geheilt. Oh. Okay, dann lassen wir vielleicht eher den Großen runterfallen statt den Kleinen, weil den haben wir wenigstens ein bisschen auf die Schnauze gekriegt, wenn der nochmal kommt. Ja, der kommt nochmal. Und der Schnelle. Flop. Bam. Dann ist der weg. Der hält sich aber auch die ganze Zeit hier. Ob man bekommen? Ich glaub's fast nicht. Ich glaub's fast nicht. Ah, wobei, könnte. Komm schon, Baby, geh kaputt. Komm. Nee. Nein, keine Chance. Ha, doch, hat geklappt. Wie viele Punkte haben wir? Ja, leider nicht genug, ach komm schon. Ja gut, aber unsere Primus haben wir. Das ist ja doch mit das Wichtigste. 12 Tage gibt es übrigens noch. Also wir halten Zeit. Wir müssen es nicht unbedingt komplett durchspielen. Heute. 2,5. Ja gut, bisschen Morra. Aber die Primus sind da. Das ist eigentlich schon so ein bisschen das Wichtigste. Hauptsache die Primus. Jo, wir haben hier noch 3 Sachen. Noch 2 übrig. Die würde ich tatsächlich heute gleich noch ein bisschen mitmachen. Weil Kampf der einsamen Klingen. Müssen wir eh erstmal den Auftrag machen. So, dadurch kann ich schon mal die 2 nicht vergessen. Weißt du? Aber wir haben ja auch noch hier. Die ist cool, die Deko. Da haben wir nämlich auch mit Jukuchu Sarah. Haben noch nicht genug. Ja, wir machen direkt weiter. Ich würde sagen, Theater der Vorrichtung machen wir heute fertig. Also wirklich, Angriffsgeschwindigkeit ist eigentlich immer echt gut. Angriffsgeschwindigkeit ist immer nicht schlecht, vor allem, weil es auch nicht teuer ist. Baut Flächenbrand. Noch irgendwo 10 Punkte. Ja gut, das erste war jetzt eigentlich immer nicht so dramatisch. Ich glaube, ich kenne meine die 4 Karten, die kommen. Ja, kenne ich. So.
Lauft ihr hier nur im Kreis? Ah doch, ihr kommt von da oben auch. Also es sah jetzt kurz ein bisschen verwirrend aus. Ich habe nur noch einmal Feuer? Also hier hätte ich gerne zwei Eistürmchen. Dann mache ich hier ein Wassertürmchen hin. Das baue ich ab. Und hier machen wir ein Wassertürmchen hin. Laufen die zwei... Ich glaube, die ist schon so, wie es ausschaut, laufen die zweimal im Kreis. Oh Gott, bin ich jetzt erschrocken. Gerade. Dann mache ich hier ein Feuertürmchen noch hin. Und hier machen wir so einen noch hin. Und hier drüben mache ich auch nochmal so eine hin. So. Wir haben nicht mehr genug Punkte. Ja, so eine Sprengfalle ist ja einmalig, gell? Das ist die kurz bevor sie reinlaufen, dann verkaufe ich die hier. Wie viele Punkte brauche ich? 100? Ich kriege ja keine Punkte mehr drauf. Hat das gar nichts gebracht. Oh, komm. Ab dafür. Wir haben hier keine Brücken, die wir zumachen können. Ist das ein Schild, wo die nicht durchlaufen können? Oder was ist das? Ich muss mal gucken. Nicht, dass der hier direkt durchläuft, aber... Ich glaube, die laufen zweimal im Kreis. Kann das sein? Ja, die laufen zweimal im Kreis. Ach du Scheiße. Das wird ja irgendwie gar nichts. Guck mal, die kommen hier einfach durch, als ob nichts wäre. Ja, weil die mit Holzschilden rumlaufen und da vorne Eis ist. Blöd. Ja, schauen wir mal, wie viel wir rauskriegen. Ist ja wirklich das Ziel, sind ja nur die Primos. So alles immer doppelt machen, habe ich keine Lust. Ja, geht durch. Hätte ich da vorne nicht einfrieren sollen, sondern es vielleicht da wirklich erst Feuer hier vorne hinschmeißen sollen. Und dann da irgendwo vielleicht hier hinten dann Eis. Oder hier drüben Eis. Dass sie schön zweimal dran vorbeilaufen müssen an die Türme. Weil hier macht keinen Sinn. Hier laufen sie einmal vorbei. Aber da hätte ich die hinschmeißen können, rein theoretisch hier und hier. Aber ich habe noch ein paar Punkte. Na guck mal, ein paar Punkte haben wir gekriegt wieder. Machen wir hier eine Sprengfalle her. Bam. Die ist auch nicht teuer. Und die ist schon hochgegangen. So, ein paar Sprengfallen. So, warten wir mal drauf. Ja gut, der Wasserkerl, der wird hier hoffentlich erstmal eingefroren. Ja, ich hätte da vorne direkt erstmal Feuer hinschmeißen sollen. Lieber. Ich hätte ein bisschen mehr umbauen können, vielleicht sogar. Oder sollen. Wobei, mit Feuer, die reichen davor. Ich habe irgendwie das Gefühl, als ob die zu langsam schießen. Guck mal, der läuft einfach durch. Der kriegt kaum Schaden ab. Bam. Die Sprengfalle hat ihn gekillt. Und den wird auch die Sprengfalle killen. Bam. Blöd. Blöd, 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 blöd. Naja. Unsere Primus haben wir safe. Guck mal, den haben wir richtig, weil der die ganze Zeit hin und her blocken will.
Haben wir den erstmal richtig gekrallt. Jo, ein Roboter. Ja, warum nicht? Ach Quatsch, Sprengfalle? Nee, haben wir nicht genug Geld leider für. Ah doch, haben wir. Sprengfalle. Nein! Bei dem Kleinen ist er hochgeht. Der kam aber auch gerade im blödsten Moment. Ich schubs dich weg. Okay, oder auch nicht. Bringt halt einfach so gut wie nix. Komm, den Roboter kriegen wir wenigstens. Komm! 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 Haben wir. Nice. 2-7. Der Roboter bringt doch so viele Punkte. Okay. Cool. Hat ja doch halbwegs funktioniert. Dann schauen wir mal weiter. Hallo. Danke. Danke für die Primus. Da, 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 da. Zack, zack. Jetzt müssen wir noch da einmal machen. Da war wirklich wieder hauptsächlich die Primus. Und dann noch hier. Okay. 3 Runden noch. Kann ich? Nein. Was haben wir hier bekommen? Achso. Aktionsdetails. Blumenhöfe. Mhm. Ich mag immer Ausrufezeichen nicht, weißt du? Da denke ich immer, da ist noch was. Dabei wissen wir das ja schon. So, prunkvoller Einzug. Ja, mehr Gegner. Ja, mehr Gegner. Angriff und Angriffsgeschwindigkeit. Es ist immer ganz nice. So. Dann müssen wir mal gucken. Ich mach mal das hier. Wasser ist jetzt halt lösbar. Können wir auch mal machen. Eisblume. Krachende Balliste. Flächenbrand. So, verstärkt. Hätten wir noch einen 10er an Punkt übrig, dann nehmen wir einfach das hier. Hoffen wir mal, dass das so funktioniert. Und wir müssen mal schauen, ob wir vielleicht das ein bisschen direkt umbauen. Feuer vorne aus erstes wäre nicht am sinnvollsten. Nicht hier hinten Feuer. Also am sinnvollsten ist hier vorne Feuer. Damit er erstmal voll das Schild wegbrutzelt. So. Und hier drüben mache ich dann auf der Seite erstmal Wasser. Damit die schön nass werden. Zweimal Wasser. Und hier zweimal Eis. Jetzt haben wir aber keine Punkte mehr. Die Sprengfalle ist mir, die bauen wir ab. Ich würde sagen, wir versuchen im Laufe des Spiels mal umzubauen. So, jetzt haben wir noch 40 Punkte. Hier brauchen wir auf jeden Fall nochmal, hier sollten wir auf jeden Fall nochmal Eis hinschmeißen. Dass wir sie halt schön einfrieren können. Die Gegner. Sobald wir 100 Punkte haben, schmeißen wir hier Eis hin. Bam. Funktioniert ja ganz gut. Dann haben wir wie so eine Eiswelle erstmal. So eine Eiseinfrier-Ding. So, ein Eisturm bitte. Bam. Danke. Haben wir da vorne noch ein Plätzchen frei? Nicht wirklich. Aber ich kann ja hier rein theoretisch die Feuertürme hinschmeißen. Dann baue ich jetzt mal hier einen Turm dann ab. Und zwar jetzt. Dann haben wir hier einmal Feuer mehr. Das wird schon wieder zeitlich ein bisschen eng. Dass der ein bisschen was abbekommt. Ein Feuerturm. Bam. Hey, der hat schon eine Runde geschafft. Aber ich glaube, das funktioniert die Blockade halbwegs. Wunderbar. Ja, denke ich schon. Dann baue ich den Turm hier mal ab. Dann fokussieren wir unsere ganzen Türme hier vorne zusammen. Bis auf die eine kuriose Vorrichtung. Dann kriegen die hier vorne erstmal das Schild so richtig weggebraten. Und
Die eine andere kuriose Vorrichtung, die mit dem Damage, baue ich hier hin. Wie? Ist schon zu. Achso, mir fehlen noch 10 Punkte. So, dann müsste man hier wie so ein Eiswall eigentlich haben. Genau. Jetzt mache ich noch den dahin. Dann laufen die hier immer zweimal vorbei. Und ich würde sagen, er ist jetzt mal unser Versuchsobjekt. Ob das klappt oder nicht. Ansonsten wirklich hier mal eine Sprengfalle und dann können wir ja immer noch dort mal eine schnell hinbauen, wenn wir genug Punkte bis dahin zusammenbekommen. Okay, ich glaube, wir sollten mal eine Sprengfalle hier definitiv mal hinbauen. Der hat mir ein bisschen zu viel Leben. Und der läuft ja ganz außen rum. Bam. Hat nicht viel Damage gemacht. Warum hält denn der so viel aus? Warum hält denn der so viel aus? Der wird sogar eingefroren hier. Schau mal her. Wo ist denn eigentlich unser anderes Ding hin? Warte mal, die sind kaputt? Hat der die kaputt gemacht? Da fehlt dir die Hälfte der Türme. Scheiße! Hab ich ja gar nicht mitgekriegt. Die kann ja nur er dann kaputt gemacht haben. Denke ich mir gerade, was ist denn da los? Auf einmal fehlt das so viel. Komm, 10 Punkte brauche ich noch. Dann kann ich wenigstens nochmal einen Wasserturm herschmeißen. Alter! Da fehlt auf einmal so viel, ich glaub's ja nicht. Ein Eisturm hier wieder. Gar nicht null mitbekommen. Ist ja gemein. Bitte lass nicht wieder so ein Roboter kommen, sonst haben wir ein Problem. Ich brauche nochmal 100 Punkte. Der nächste davon lieber nochmal ein Feuerturm. Ich habe mich schon gewundert. Ich glaube, der hat die echt kaputt gemacht. Und da kommt wieder so einer. Oh nö. Okay, die Primus haben wir schon mal. Ja, ich glaube, der baut die ab. Kann ich ja mal beobachten. Und da ist der Turm weg. Deswegen läuft er so ganz außen rum, damit die Verteidigung nicht ganz weggeht, weil das wäre dann ganz gemein. Aber es bringt mir halt nichts, jetzt kommt er halt auch durch. Kommen halt alle durch. Hey, das ist gemein, das ist echt gemein. Ja, ich kriege auch keine 100 Punkte mehr zusammen. Ja, deswegen läuft er auch nur außen rum, damit wenigstens die inneren Türme da stehen bleiben. Aber es bringt halt nichts, die kommen halt dann alle durch.
kann jetzt hier nochmal Wasserturm bauen, aber das. Der ist durch. Naja, 2200 Punkte. Die Primus sind uns zumindest schon mal safe. Die Primus sind ja schon mal da. So. Schauen wir mal. So. Zack. Dann haben wir das auch. Ja, wir können das noch machen. Huh? Wollen wir das noch machen oder wollen wir erst ein bisschen... wollen wir die Story erst ein bisschen machen. Also wenn wir das hier halt machen, dann sind wir durch. Mit den Vorrichtungen. Aber ich würde sagen, wir ziehen erstmal, während mein Kaffee leer ist. Huh? War ja irgendwie klar, ha? Huh? So. Während mein Kaffee leer ist. Pass auf. Bin wieder da. So, weiter. Ich würde sagen, noch ein bisschen kuriose. Machen wir erst noch ein bisschen die kuriose Vorrichtung. Dann sind wir damit durch. Auch wenn tatsächlich die kuriose Vorrichtung mir gar nicht so viel Spaß macht wie die damalige. In der Story. Oder als Event, wo sie so groß aufgezogen war. Die hat mir mehr Spaß gemacht. Keine Ahnung warum, aber ist halt so. So, wir nehmen wie immer erstmal wieder wiegende Wellen. Also ich würde viel auf Angriffsgeschwindigkeit erstmal gehen. Weil es ist halt immer ein Schuss ist mehr. Also die Eisblume kann man auch mit gönnen und die wiegenden Wellen können wir auch mit reinschmeißen. Haben wir hier nirgends zusätzliche Ziele angreifen? Ja. Ja, mehr Damage auf Blitz geht immer. Bam. So. Geht schon. Das erste ist ja nicht so die Problematik, aber es ist ja wirklich nur... Ich will ja nur die Primus. Der Rest ist mir egal. Hä? Oh, ist das gemein. Ach, stimmt, das Ding gab's ja auch noch. Eieiei. Muss ich ja hier schauen, dass ich mal so ein bisschen aufbaue. Am besten irgendwas mit so richtig schön mehr Effekten. Hier vorne steht schon Wasserturm. Da würde ich aus einem Wasserturm, wenn es geht, zwei Wassertürme bauen. Und hier ein Eisturm in die Mitte zum Einfrieren. Bam. Dann machen wir das vielleicht hier so ein bisschen Backup-technisch hier hinten auch nochmal. Eisturm. Eisturm. Wasserturm. Dann schmeiße ich hier nochmal. Also das hier können wir... Also hier sind jetzt drei. Hier sind ein paar mehr. Ich glaube, wir gehen nochmal hier ein bisschen runter. Hier hin. Da sind nicht nochmal zwei. Da mache ich mal ein Feuer und einen Blitzturm noch hier mit hin. Dass wir hier so ein bisschen sicherer werden. Hier ist eine gute Mischung. Hier kommen sie ja von beiden durch. Also hier kommen ja beide Seiten. Achso, wir können keine Türme mehr bauen. Nein, wir sind fertig. Ja, okay, komm, go. Wird schon klappen. Wird schon schief gehen. Brücken haben wir keine, die wir wegmachen können. Da unten schaut es bis jetzt gut aus. Das ist aber nur so Kleinkram. Aber die kriegen schon gut weg. Wenn natürlich wieder so ein blöder Roboter kommt, weil wir haben 600 Punkte noch übrig, haben wir ein Problem. Macht uns die ganzen Türme kaputt. Wieder. Deswegen ein bisschen beobachten, ha? Und ich sehe gerade, ich hätte hier vielleicht noch irgendwas anderes aufbauen sollen. Außer Wasser und Eis. Türme? Achso, die Sprengfalle hat ausgelöst. Ja gut, dann kann ich hier was anderes aufbauen. Hi ihr. Kann ich mal kurz her? Am liebsten wäre mir hier ein Blitzturm. Stimmt, ich kann ja die Sprengfalle einfach abbauen. Und dann baue ich hier nochmal einen Blitzturm hin, weil die sind nicht ganz nice eigentlich. Die mochte ich immer.
Weil Wasser und Eis ist ja nur einfrieren, in Anführungszeichen. Aber Blitz macht schon gut Schaden, so wie Feuer. Aber Feuer trifft nicht so gut. Blitz trifft immer besser. Oder ich hätte hier wirklich so ein bisschen Kombo machen sollen. Da drüben Wasser, Eis. Statt Feuer, Blitz. Und hier dann nochmal so Feuer, Blitz. Naja. Können wir uns fürs nächste Mal aufheben. Dass sie mal kurz zeitlich eingefroren werden. Blitz kriegt halt auch gut die Schnellen weg, gell? Das ist der kurze Weg. Der wird, glaube ich, im späteren Verlauf uns das Leben kosten. Aber da schaue ich, dass ich es anders aufbaue dann. Warum? Ach nee, Punkte haben wir. Ich wollte gerade sagen, warum haben wir denn nur noch 420 Punkte? Ich habe ja nochmal einen Turm gebaut. Bis jetzt schaut es gut aus, aber wir haben noch keine großen Gegner gekriegt. Aber wir sind ja schon fast bei den 2500 Punkte. Da kommt jetzt noch mal ein bisschen Kleinkram und alles ja auch noch rein. Daher mache ich mir da wenig Gedanken zu. So. So. Tschuh, schaut doch gut aus, oder? Die Punkte sollte man kriegen. 50 Punkte sind es nur noch. Ah, zurücklegen und genießen. Ja, wir können es trotzdem an den Großen testen. Ja. Aber da mache ich hier eine andere Kombo rein, da oben vorne. Es ist kein einziger durchgekommen. Perfekter Sieg. Nice. Wenn ich es jetzt noch schaffen würde bei dem Schwierigen, würde ich mich noch mehr freuen. Aber das könnte eng werden. Das könnte eng werden. Was haben wir denn da jetzt? Achso. Bam. Ach, das war's schon. Okay, das ist für die nächsten beiden. Gut. Nochmal Primus holen, bitte. Ein Theater der Vorrichtungen. Jetzt haben wir halt nur noch hier den prunkvollen Einzug. Aber ich finde es schön über so, tatsächlich, das ist das, was mir gerade gefällt an dem Event. Du hast so die ganzen Events, die du jetzt halt schon in Inazuma hattest, so ein bisschen zusammen in Miniatur. So ein bisschen kleiner. Ich habe gesehen, was wir kriegen. Das gefällt mir schon mal gar nicht. Angriff und Angriffsgeschwindigkeit, das nehme ich immer. Den Angriff... Angriffsgeschwindigkeit. So, Eisblume. Wiegende Wellen. So, dich pushen wir mal. Ah, wir haben keinen Feuerturm diesmal. So wie es ausschaut. Okay. Dann pushe ich dich. Und dich. Haben wir noch 20 Punkte über. Was können wir damit noch machen? Stopp, warte mal. Bam. Das wollte ich. Nice. So, gehen wir mal rein. Diesmal mache ich es aber anders. Nicht wie gerade eben. Das hätte nicht in die Hose gehen können. Rein theoretisch. In die Hose. 2,5 hatten wir die Punkte. So, 1000 Punkte. Hier sind Blitz. Dann mache ich nämlich hier, pass auf, mache ich hier Eis und Wasser hin, damit wir hier mal ein bisschen einbremsen. Da auf jeden Fall schon mal einbremsen. Hier vorne steht schon einmal Wasser, deswegen will ich es nicht abreißen. Die Falle hier kann aber weg. Die bauen wir ab. Dann mache ich hier Wasser. Dann haben wir noch einen Wasserturm über. Und einmal Eis. So, sicherheitstechnisch würde ich können noch 6 Türme bauen, rein theoretisch. Eis. Und nochmal Wasser. Dass sie hier hinten nochmal einfrieren. So, aber... Da drüben ist momentan ein bisschen
gefährlich. Hier. Jetzt haben wir noch 4 Türme übrig und 3 können wir noch bauen mit den Punkten, die wir haben. Hier steht nicht viel. Hier haben wir wenigstens einmal noch den. Also ich mach mal hier einmal einen Feuerturm hin, noch. Hier, wir haben... Mache ich einen Blitzturm. Und hier mache ich einen Blitzturm. Jetzt haben wir erstmal keine Punkte mehr. Einen Turm können wir noch bauen. Tendenziell würde ich gern irgendwo da noch einen Feuerturm reinschmeißen eigentlich, hier vorne. Weil hier echt wenig ist. So, der Blitzturm da unten regelt schon mal ein bisschen, das ist ja ganz gut. Hier oben wird dann ein bisschen eingefroren. Beobachten wir es mal. Der Feuerturm kann ich da rüber schießen so ein bisschen. Vom Blitzturm, der hat, dem fehlt die Reichweite, deswegen habe ich den auf die Seite gepackt. Schauen wir mal. Ja, okay. Da brauchen wir auf jeden Fall einen Feuerturm hier noch irgendwo. Tendenziell weiter hinten, damit das Einfrieren nicht so abgeht. Also am besten hätte ich ihn dann hierher gepackt. Aber wir haben noch nicht genug Punkte. Aber die Blitze machen schon. Dass wir so nach und nach die Gegner vielleicht durchziehen. Sobald wir 100 Punkte haben, kommt hier ein Feuerturm her. Aber der Blitzturm regelt auch schon gut. Kann ich eigentlich noch? Ich kann einen Feuerturm kann ich noch bauen. Wir brauchen halt nochmal Punkte dafür. 60 Punkte brauchen wir. Gut. Die hier hinten haben zum Glück noch nicht wirklich was abgekriegt zu machen. Also so ein bisschen die letzte Verteidigungslinie, die passt. Das schaut gut aus. Ich krieg keine Punkte, ich krieg gar keine Punkte drauf, gell? Aber wenn halt so ein blöder Roboter wieder kommt, sind wir am Arsch, weil dann ist alles weg und wir haben keine Punkte. Und aktuell kriege ich überhaupt keine Punkte drauf. Okay, jetzt geht die Verteidigungslinie da hinten drauf. Aber das Feuertürmchen müsste auch gleich. Ja, und das Blitztürmchen auch hier. Und das sollte man hier hinbekommen. Der kriegt jetzt voll auf die Schnauze. Das war so ein bisschen mein Hoffnungsschimmer, dass die hier noch nah genug da sind, um damit drauf zu schießen. Das haben sie auch. Oh, das war knapp. Ich bräuchte da definitiv einen Turm mehr. Nein! Der ist durch. Der auch. Hier unten klappt's echt gut. Hier oben ist... Der kommt durch. Der kommt definitiv durch. Unsere Primus sind uns safe. Schon mal. Du kriegst halt keine Baupunkte. Hätte ich jetzt noch ein Feuertürmchen dahin hingeschmissen. Perfekt. Der kommt durch. Da kann ich machen, was ich will. Den kriegen wir nicht mehr kaputt so schnell. Nee, der ist weit durch. Ja. Ja, die kommen alle drei durch. Also ich könnte höchstens wirklich hier noch sagen, ich baue eine Falle her. Nee, ich habe nicht mal genug Punkte mehr für eine Falle. Oh, ich habe nicht mal mehr genug Punkte für eine Falle. Ja. Ah, der kommt durch und der kommt auch durch. Die kommen alle drei durch. Okay. Aber es ist blöd, wenn du keine Punkte mehr bekommst. Dann kannst du nichts mehr machen. Uns fehlt ja noch... Wir könnten noch rein theoretisch einen Turm bauen. Ja, wobei? Oh, der hat geklappt. Den haben wir sogar noch weggekriegt. Der hat kein Schild mehr, also haben wir da vielleicht auch Glück. Oh,
Und, oh, wir haben die 2,5. Perfekt. Kein perfekter Sieg, aber wir haben die 2500 Punkte. Den werden wir nicht mehr runterbekommen. Aber bei dir hätte ich nicht gedacht, dass du durchkommst, weil du hast kein Schild mehr gehabt. Aber naja. 2,5 passt. So ein Feuerturm hätte ich gerne noch auf der Längsseite gehabt, aber wo willst du 60 Punkte hernehmen, wenn du es nicht hast? So, gucken wir mal. Zack. Dann haben wir das auch. Wir haben ja 12 Tage Zeit, also wir müssen ja rein theoretisch nicht heute das noch zu Ende bringen. Aber was ich heute definitiv noch machen möchte, ist das hier. Sarah! Sarah! Sarah, Sarah, Sarah! Habt ihr was mitgebracht? Ein Schmetterling! Sie freut sich nicht. Sie freut sich einfach nicht. The Five Kassen Plaza is significantly less crowded now, but it's still too early to relax. This is a serious matter, and we must remain vigilant. Is that clear? Yes, ma'am. Hey, Sarah! Hallo. Oh, it's you. Do you have something to report? Wie kann man auf solchen Schuhen laufen? Ich frage mich schon, wie Frauen auf High Heels laufen können. Aber das ist ja noch schlimmer, oder? Es gibt nichts Neues. Really? Good. The Tenryo Commission has a responsibility to ensure public order and security during the Iridori Festival. If anything comes up, come to me. Ja, machen wir. You look really busy. Has something serious happened? Nothing serious, really. We've just received a lot of reports in the past few days over things like line cutting, reselling goods at inflated prices. Absichtliches Vordrängeln. Hogging the photo board. All minor incidents. Du scheinst dir viel Mühe zu geben. A lot of work for a lot of people. Aber die guckt auch immer grimmig, Paimon. Die guckt immer so. Da habe ich auch jemanden. Ich kenne auch jemanden, der guckt immer böse. Das ist doch anstrengend, auf Dauer böse zu gucken. So. Ist doch voll anstrengend. People are turning to us for assistance, as a sign that the Tenryo Commission is gradually regaining the people's trust. Shogun gave us orders to provide security at the Iridori Festival. This is a rare chance to change people's perception of the Tenryo Commission. So we cannot afford to slip up. Even if it's tiring work, we must rise to the challenge. Ja, das klappt schon. No matter how busy you are, at least you still found some time to come here and buy an almighty Shogun figurine, right? We want to buy one too! What do you mean, figurine? I'm just patrolling these parts. In fact, I was just about to leave. No need to be shy. Actually, Miko told us that you got up super early this one time to make sure you could be the first in line to buy one of these figurines. Hmm? That Lady Guji, how could she disclose? Never mind. Müssen wir dich auch, wir müssen doch mal in die Kanne noch schauen. I have no intention to hide that which I do out of reverence. Und unser Harz verjagen. Darf ich nicht vergessen. There is one thing you must be corrected on. Oh, what is it? That is not a figurine. It's a statue of Her Excellency, the Almighty Narukami Ogosho, God of Thunder. Do I make myself clear? Almighty Narukami God. This particular statue of Her Excellency, the Almighty Narukami Ogosho, God of Thunder, is a brand new addition. There will only be 300 available in this batch, and there is a limit of one per customer. Many people have been Sarah lining up since nerd, well huh? before dawn to acquire one. I'm afraid if you're only showing up now, you're probably too late. Oh, really? So you definitely must have gotten here pretty early too then. Did you manage to get one yet? Normally, of course, I would come to purchase one myself. But on this occasion, my duties at the Iridori Festival had to take priority. We are required to report for duty long before the shops open. It is regrettable, but I had no choice but to forego the chance this time. Aww, what a shame. No. So instead, I had someone purchase one on my behalf.
Wait, you can do that? Didn't you say they're limited to one per customer? This figurine is super popular. It must be pretty tough to find someone happy to buy one for you and not for themselves. I anticipated the same at first, but Lady Gujiyae found a professional to assist me, saying she appreciated our tireless efforts during the festival period. I don't know who the professional is. I assume it would be either someone from the Grand Narukami Shrine or from the Yashiro Commission, but I did not ask. Given the time, I believe they should have completed the purchase by now. I am fortunate to have had Lady Guji's help this time. I likely would have struggled to find a candidate on my own. As well as being willing, they would need to be an early riser, and also tall enough to beat the crowds to the top shelf items. Early riser and tall. Hm? What was that sound? Really? Well, never mind. I have been here long enough. It's time for me to head to my next patrol zone. Stay safe during the Iridori Festival. Oh, da gibt's so schöne Bilder in ihrem. Sayu! 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 Uh-oh, you found me. Ja, Sayu, natürlich! Ich würde jedes Fass erkennen. Oh, wait. Are you the professional? Quiet. She might still be in earshot. Morgen, Sayo. Du machst nicht wieder blau, oder? No way. I've been here since last night so I could buy a figurine. But after waiting and waiting, my eyes started to feel real droopy. And du bist eingeschlafen. I meant to take a short nap, a really quick one. Du hast verschlafen, oder? If I don't buy one of these figurines, the Tenryu Commission Tengu will lock me up for life. Das würde ich nicht so sagen. Sheesh. Goodness knows what Miko told you. Ach, Sayu. My only hope now is to sacrifice my salary for this month and buy one off of someone who got here in time. Ich kann gut falschen. Really? Great. Then, here's my salary. Please don't spend it all. Oh, Sayu. Warte mal, Sayus Gehalt. Warte mal, sind das ernsthaft nur 20.000 Euro? Wo müsste hier sein? Nee, es sind 200.000 Euro. Ja, komm, Sayu, ich kann ein bisschen was drauflegen. Damit Materialien gekauft werden, mit denen die Schlafqualität. Oh, Sayu. Ich kann doch nicht das Zeug für deine Bettwäsche ausgeben, das Geld. Ich sehe gerade mal was. Ich habe davon endlich mal nicht mehr so viel. Was schmeißen wir denn dann nochmal rein? Wovon habe ich denn noch saumäßig? Alter, habe ich viel Seegras. Ja, der. Jetzt wollen wir da Janfee hochziehen, bloß nicht. Äpfel. Wovon habe ich denn so viel Blödsinn? Guck mal, hey, Alter. Weg damit. Die Nähmaschine war besser, Ayaka. Wobei, Saccharose ist auch nicht schlechter. Aber die Nähmaschine, Ayaka, war schon immer ganz gut. Hab ich gerade gesehen. Bam. Hey, Rika. Ich glaube... Kannst du mir so eine Puppe von mir geben? Vielleicht? Huh, you didn't manage to get one either? That's strange. When I came to line up this morning, I checked with my friend who'd already bought one. She'd been lining up since before sunrise, and she was around the 100th in line. I was only 150 places behind her, so surely I should have gotten one. Something's wrong here. I'm gonna go ask the shopkeeper for an explanation. Ja, stehen hier noch ein paar. The festivals always attract so many. Überlegst dir. Junpei? Why so glum?
didn't manage to get your hands on a statue of her excellency, the almighty Narukamiya Gosho, god of thunder, by any chance? Bist du ein Arsch? Sell it? Huh. I ain't selling. Not after all the effort I put in to get a hold of this. Go ask someone else. Also eigentlich müsste er sich jetzt in die Hose scheißen. After coming all this way to Inazuma, and especially getting up early, I still walk away empty-handed. Da steht noch the first batch was smaller than I expected, and who knows when the next batch will come out. Mm-hmm. Well, since I'm here now, I guess I should buy some other souvenir instead. Ja, kannst du machen. Konrad. Dich kenne ich aber irgendwoher. I can't believe it. I am definitely done for this time. A whole load of people are saying they didn't manage to get one. Did the shopkeepers get the count wrong or something? Hmm. Oh, why don't we go ask at Apekasu? Apekasu? Might as well. I guess there's nothing to lose. Ach, Sayo, gib nicht auf. Das kriegen wir schon hin. Kleine Sayo. Warte mal. Wer ist Apekasu? Achso. Terribly sorry. I was otherwise occupied this morning and had someone else watch the shop. So I don't know all the details, but according to our records, we did sell the full 300. Hey, what about those ones at the back? Aren't they for sale? I'm sorry, those are display only. Please don't be too disappointed. We're only selling a limited number of these statues at the festival, and this was only the first batch. Please rest assured, you will all have the chance to purchase one in the future. But when will the next batch be ready? Also, this poor guy came all the way from Mondstadt. He got here earlier than me and was at least 50 places ahead of me. Even he didn't get one. How do you explain these numbers? Look, I don't know a whole lot about Inazuman festivals, but they do seem to have sold out pretty quickly. I'm terribly sorry, but I've triple-checked the sales records for this morning, and everything seems to be accounted for. Mein Bart riecht gerade voll cool. Ich habe Bartöl drin. Der riecht gerade echt gut. Why don't we get the Tenryo Commission to investigate this? The Tenryo Commission? No, no way. Hm? Sorry, who are you? Das ist der Profi von der Yashiro-Verwaltung. Oh, are you saying this falls under the Yashiro Commission's jurisdiction? Yeah, it does. We will follow up on this matter. So there's no need to go to the Tenryo Commission. They're busy enough as it is. That's weird. How come Sayu's so motivated to work all of a sudden? Shh. If the Tenryo Commission finds out about this, Kushisara will come ask me about it. And then she'll find out that I didn't buy her figurine. And... Du hättest der Erste in der Reihe sein sollen. We can't get the Tenryo Commission involved. Not unless there's no other way. Ich war nicht zu faul, mich zu rasieren, deswegen habe ich Bartöl rein, dass er wieder weich bleibt. I suppose I'll just wait for the findings. Since I came all this way and didn't get a figurine, I guess I might as well look at what else is available. Thank you both for your understanding. We will make an announcement as soon as the results of the investigation come out. Ich glaube, da ist beschissen worden. Erscheint, dass jemand von Anfang an. Oh, ich mag gerade den Geruch von meinem Bart. Du hast nichts gehört, als du geschlafen hast. Der hat alles doppelt aufgeschrieben. I'll take these, please. Thank you for your patronage. Please come again. Thank you, patronage. Oh yeah, now I remember. I heard thank you for your patronage over and over again this morning. Huh? How many times? 300? I mean... Es ist nicht nötig, die genaue Anzahl zu zählen. I got it.
There were at least 16 snores between each thank you for your patronage. Have you counted? 16 snores should be about 1 minute. And if we add on the time for moving the boxes and stocking the shelves... 5 Stunden. Right. Sales only started about 4 hours ago, so there's definitely a problem with the amount. Which means, even though I only woke up just now, I still have a chance of getting my hands on one. Es ist nicht so, als ob keine Hoffnung gäbe. Well, anyway, maybe I failed my mission because a bad guy did something tricky, not because I was being lazy. So then, who's the bad guy? Well, the shop was pretty strict with this promotion. Not only was there a 1 per customer limit, they even checked people's identity. So there's no way anyone could have bought more than one. Kein Wunder, dass die Zeit an der Kasse so lange ist. And as far as people patrolling the area, no one could have cut the line, right? Alles, was bleibt, ist... Someone was up to no good. They definitely try to find a way to sell the figurines at a higher price. Let's go ask the guy who says he had to put in a lot of effort to get a hold of one. Maybe he knows something. Können wir mal machen. Wo ist der Arschkopf? Junpei. Illusion shattered. Überlegst dir, was du sagst. Überlegst dir. Legst dir ganz gut. Hast du mich verstanden? Raiden kann bestimmt einschüchtern sein. You want to know how I got my hands on the statue? Dream on. Huh? Why? It's not like we're trying to buy yours off you. It's a no, okay? No more questions. Huh? How come? Weil jemand internes ihm eine verkauft hat. How did you know? Wir sind doch Profis. Huh? Oh, right. Yeah, we are professionals. Okay, fine. Since you guessed it anyway. But let me be clear. Don't spread this around. I came here bright and early to line up. But the first batch of statues sold out almost immediately. I wasn't very happy about that. So, I went around to the back door of a Pekasu to see if I could find a shop assistant to ask about when the next batch would be coming out. To my surprise, I saw him moving boxes and boxes worth of statues out of the store. Needless to say, I was all ready to march up and demand to know what was going on. Und dann hat er die Puppe benutzt, um dich zum Schweigen zu bringen. Yes. But I paid the shop assistant full price for it, so it was still a legitimate transaction. It's not for you to decide whether it was a legitimate transaction or not. Huh? It's the Tenryou Commission? Bring ihn nicht um, Sarah! The Tenryou Commission has received reports that someone has been hoarding goods to resell at extortionate prices. Now, these are not classed as strategic materials, so some amount of price fluctuation is expected in the market. However, it is against the law for a staff member to abuse their position to forge sales records and misappropriate goods. We have already investigated the situation at a Peikusu. The sales records are correct, but in the cash box, there are 2 bags in which most of the cash has been replaced with stones. Oha. But how can this be? Please hand over your statue of Her Excellency, the Almighty Narukami Ogosho, God of Thunder, as evidence. We will compensate you for your loss once we catch the individual responsible. Fine. So this guy was cooking the books. Never saw that coming. Wie? Wunderst du dich nicht? You guys figured this out pretty quickly, Sarah. In fact, we were only just tipped off. We're still working on the logistics of the arrest operation. Yikes! I've been spotted. Das ist Sayu. You must be the professional Lady Guji hired. I was just wondering why I hadn't seen you yet. We were... investigating the missing figurines. Oh, I mean, statues of Her Excellency, the Almighty Narukami Ogosho. Is that so? Then thank you. The Tenryou Commission will take over from here. Rest assured, we will get to the bottom of the matter. Sayo, du kannst dein Geld wieder haben. So, about your statue.
In der Tat kam gestern in der Schlange. Thank you. So, where is the statue of Her Excellency, the Almighty Narukami Ogosho, God of Thunder? Dann kam sie auf den Schauplatz der gestohlenen Statuen. Yeah. Sayu spent the whole night investigating the staff. So, by the time she got back, she was just too late to buy. Guck nicht so böse. Yeah, right. I definitely would have made it back in time to buy one, if only it hadn't been for someone stealing the statues. I see. So in the end, you did not manage to purchase a statue. Guck nicht so böse. I'm sorry. Don't blame yourself. The criminal is the one responsible here. The important thing now is to devise a plan to bring him to justice as swiftly as possible. Ich würde mit solchen Schuhen umfallen. According to the intelligence, the suspect has already started reselling the statues near the festival venue. Einfach wie so ein Sack Steine. He is lying low and operating very discreetly. If we confront him head on, he's likely to destroy the evidence and dash. Instead, we will seek to quietly surround him. But in order to achieve this, we will require one person to approach and distract him. Jeder, der auf sowas laufen kann, Respekt. Since you spent the whole night thoroughly investigating this situation, I can think of no one else more suitable to gain his trust than you. Would you be willing to help the Tenryo Commission one final time? Ja, Sarah immer. Right, leave it to us. Immer Sarah. So, Raiden nimmt sich die Sache persönlich an. Habt ihr was gesehen? There is no escape. Ich rede mit euch. Hey, die ignorieren mich einfach. Du. Aha. Ich habe jemanden dabei. Der mag Rache. Who introduced you? Derjenige, der angerempelt hat. So I'm afraid du etwas verheimlicht hast. Business, except for referrals by existing customers. That guy. Fine. He did technically buy from me, I suppose. But let me be clear. This product is highly sought after right now. I can't sell to you at the same price he paid. The price has gone up again? But it's only been a few hours. Du bist ein Arsch. Well, you can take it or leave it. Believe me, there's plenty more room for upwards mobility on the price. It just so happens to be in my interest to get these off my hands sooner rather than later. Besides, good luck trying to find anyone else out there selling. We gotta keep negotiating as long as we can. Kann man das noch etwas anders machen? I don't have time for this. Just name your price. 18.000. 14. No way. That's too low with the market. 15. Fine. I swear, if I wasn't in a rush to get rid of them. Hold on. Paimon thinks there's still some room for negotiation. What's to negotiate? Do you want it or not? You think this is a game or something? If you're not serious about buying, quit wasting my time. I should be moving on to my next location by now. Not stuck here arguing with you. The next location you move to will be the police station. You are under arrest for abusing your position for personal gain and falsifying accounts. Do not attempt to resist. The evidence is indisputable. The Tenryo Commission. Jetzt bist du am Arsch. Wait, all that negotiating. Paimon. Thank you for your help. The culprit has revealed the location where he stashed the statues, and we have sent people to collect them. Great! So once Epekusu has counted the goods and stuffed the shelves, we can get back in the line to buy one, right? This time, I must complete my mission. I'm afraid it's not that simple. The stolen goods will have to be kept as evidence at the police station for some time. They will not be available for purchase in the immediate future. Oh, Sarah, tut mir leid. I can't believe it.
I would be grateful if you could inform the shopkeeper about this. I should return to the station and see how things are going. Aber wir kriegen auch eine als Belohnung. Die hat mir immer böse geguckt. Die hat wie immer ganz böse geguckt. I see. Thank you. We'll make a compensation plan and announce it as soon as possible. Dann verabschieden wir uns mal lieber wieder. Wait, hold on. Although this statue of Her Excellency, the Almighty Narukami Ogosho, God of Thunder, was only intended as a display item, now that I think about it, why don't you have it as a gesture of my gratitude? After all, it was our negligence that caused trouble for you all on this occasion. Oh, ich mag den Geruch von meinem Bart gerade so. A small gift, a mere token, but I do hope you can accept it. Really? Wie wäre es, wenn wir das Sarah geben? Sounds good. As long as we give this to Sarah, my mission will be completed. Der ist gerade so weich. So schön flauschig. I've been so nervous all day, and now I can finally relax. I feel really tired all of a sudden. Sayo, ich kann den Moment dann so nachfühlen. Take this figurine to the police station. Sayo, signing out. Sayo, willst du eigentlich... Also gleiches Schnarchen. Willst du nicht dein Geld wieder haben eigentlich? Ich hab doch noch deine Mora. Willst du es nicht wieder haben? Sayo, meine Gute. So. Ich glaube, sie will es nicht wieder haben. Lass mich raten, du hast jetzt gepennt und jetzt kommst du wieder, um mich zu nerven, hä? Miet, habe ich recht? Du hast jetzt gepennt und jetzt kommst du wieder, um mich zu nerven. Sarah, look what we brought you. Oh, is this? Ja, so eine Puppe. Man kann sich auch einen schlimmeren Namen ausdenken. Came straight here, but now that Paimon takes a closer look at it, it's really well made. Of course. This is a prototype designed by Yae Publishing House's top artist and crafted by the most skilled lacquerware master in Inazuma City. Otherwise, how could one hope to capture even 1/1000th of the almighty Shogun's majesty, let alone maintain it? To do that, you must buy a special kind of shrine and worship it properly. Also essential to clean it often to avoid a buildup of dust, and it's best practice to hire a craftsman to perform regular maintenance. Sarah, Sarah. What's wrong? These are the five principles for maintenance of the statue of Her Excellency, the Almighty Narukami Ogosho, God of Thunder, and I haven't even finished explaining the first one. I never knew there was such a fuss over these tiny figurines. I'm surprised Miko never mentioned it to me. Ach, ei. Your Excellency, this is most unexpected. I had some spare time, so I decided to come out for a stroll. Oh, did you buy this figurine yourself? It was him. Hey, what? Ich bin es. Oh, I didn't know you liked little trinkets like these. Your Excellency, I've yet to finish the defense arrangements for the Iridori Festival. Ach, er ist doch echt lieb, Mensch, Sarah. Very well, thank you. Sarah geht und singt, oh, arme Sarah. Why did Sarah leave? She looked kind of sad. I have another such figurine in Tenshukaku, a sample sent by Yae Publishing House. I don't need it, so I think I'll gift it to you. Aber hier gibt es schon eine. I shall not go back on my word. I have committed to giving it to you. What you choose to do with it is your business. You're quite free to give it to somebody else, if you wish. Er hat's durchblickt. Or to save you the trouble, I can have someone from Tenshukaku deliver it directly. But, of course, your name will have to be written as the sender.
Ein Paimon. Schick sie einfach. Der Schenker ist Crocs. I'll have someone attend to this shortly. Oh, and I wish you a pleasant and enjoyable Iridori Festival. Ah, jetzt doch eigentlich voll die Liebe geworden, weißt du? Sarah. Brauchst du nicht so die Hosen voll? Oder vielleicht ist sie nur lieb zu uns. Kann auch sein. So, was haben wir denn jetzt noch? Jetzt gibt's eigentlich nur noch, also den Sondergast hier. Gut, das für die Blumenrätsel, ich habe keine Ahnung. Ist noch. Dann haben wir jetzt eigentlich nur noch in 8 Stunden. Das heißt, wir machen das am Donnerstag. Ich habe nicht morgen was zu tun. Wie immer. Also, machen wir das am Dorster. Wie es bei uns heißt, am Donnerstag. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen Harz verjagen, aber ich bin blank. Also ich muss ehrlich sagen, ich würde ernsthaft einfach ein paar Mora-Kügelchen jagen. Weil ich bin echt pleite. Und dann gehen wir nochmal in die Kanne, bevor ich es vergesse. Ich bin echt pleite. Pallad in der Klemme. Pallad! Warum musst du da oben sein? Ja, dann gehe ich nicht zu dir. Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Ich weiß aber nicht warum. Absorption Test, Animal Test 6308. Wieso bist du immun? Uphill battle. Beg for mercy. Alter, was geht denn hier? Alles gerade zeitgleich ab. Hilfe! Nein! Ich bin eingefroren. Warum haust du mich? Was soll denn das? Enhanced Animal Module 75. Illusion Shutter. Shutter. So. Beg for mercy. Ach komm, wir ziehen einfach das Schwert, das geht einfacher. Als mit physischen Schaden. Ja, natürlich. Jetzt, wo bist du hin? Wo bist du hin? Hier bist du hin. Da ist halt Eierkörper immer ganz nice. Shine down. Freeze to the core. So. Du. Tschup. More speed. Bam. Ich würde sagen, machen wir heute mal die Woche mal, weil wir uns bringen die Bücher gerade nichts. Wir haben keinen Mora, um Euler hochzustufen. Daher würde ich sagen, machen wir einfach die Woche. Aber ein paar Kügelchen einfach. Ist ja egal, was wir zum Schluss fertigstellen. Absorption Test. Animal Test 6308. So blöd, wenn ich keine Kugel fertig ready habe. Um den anfangs erstmal eine Nei zu schmeißen. Beg for mercy. Dauert das immer so lang? Hi. Und jetzt noch du. Zack. So. Stopp. Ich nehme den Teleport. Ah, da oben sind jetzt die Feuerblümchen eigentlich, oder? Und der Feuermagier. Ja, so. Ups. Blood of Frost. Hold the line. Ich will eigentlich Euler ein bisschen hochheilen. Und wenn die blöde Blume abhaut, jetzt bleib doch mal da. Illusion shattered. So. Du. Bam. Jetzt bist noch du dran. Bam. Du auch noch. Ich liebe das Blubberbläschen. So, weil dann können wir nämlich dann auch noch ein bisschen das alles, was wir heute bekommen haben, ganz entspannt verwursteln. Jetzt ist wieder Erz da. Sogar echt viel. Dann nehme ich direkt mal mit.
Dann nehme ich echt direkt mal mit. Weil, wenn da so viel gerade da chillt. Warum haben wir am Samstag keinen Ärztag gehabt? Ich war doch echt ewig nicht mehr Dingsen. Ne, am Sonntag. Mal kurz ein bisschen warten. Reicht die gute Ausdauer nicht? Au! Mich greifen Luftballons an! So. Da kann ich, weiß ich nicht, vielleicht weiß das noch nicht jeder. Da gibt's ein Fun Fact. Was hab ich denn heute mit meiner falschen Tasten? Und zwar, MiHoYo hat damals irgendwie zu so einem, zu irgendeiner Feier. Ich weiß nicht mehr zu welcher. Wenn das Ding runterknallt, will ich da sein. So ein Anemo-Luftballon bestellt. Also so ein Luftballon in Anemo-Optik. Und die haben den halt relativ groß bestellt und hat er nicht durch die Tür gepasst. Durch die Eingangstür hat der Ballon nicht gepasst. Und irgendwie, als ich den Artikel gelesen habe, habe ich das hart gefeiert. Habe ich das wirklich hart gefeiert. So. Ich weiß nicht warum, aber ja. Ich fand es einfach witzig. Oder ich fand es einfach lustig. So. Time to scout. Da habe ich damals noch nicht lange Genshin gespielt. Also ich war gerade mal, keine Ahnung, Mondstadt so zu einem Viertel vielleicht. Auch von der Story, ich glaube, da war ich noch nicht mal hinten bei Dwalin. So ein bisschen halt hatte ich nur gehabt. Nicht viel. So, ich würde mal sagen, wir machen heute auf jeden Fall mal nur Kügelchen. Und was ich mit meinem angereicherten Harz mache, weiß ich tatsächlich nicht. Ich tendiere, dass wir da vielleicht Artefakte jagen gehen, weil wir einfach noch ein bisschen die Artefakte pushen müssen tatsächlich. Ich weiß nicht. Lohnt sich eigentlich auch nicht mehr. Kann ich dich nicht einfach kaputt verwirbeln? So, und jetzt macht Euler den Rest. So, zack. So, noch einmal Geld. Einmal können wir noch. Dann ist unser Harz leer, leider. Weiß nicht, wie oft wir haben. Dann sammeln wir noch mal kurz bei Wagner das Erz ein. Könnten ja rein theoretisch noch mal was hinschmeißen. Aber nicht, das ist auch fertig. Gehen aber auch nochmal in die Kanne zuvor. Weil da muss ich dann doch schon mal langsam rein. Oh, Raiden ihr Schwertchen ziehen jetzt hat, wenn der Kreis so schön voll ist, bevor er einfach wieder despawnt oder halt verpufft. Das wäre doch mal so. Ich hab gehört, wir machen den. Dann hat Sacharose ein bisschen Ouchie. Egal, wo sie sind, wird schon klappen. Okay. Das Schwert war irgendwie auch überflüssig. Gut, dann haben wir das. Dann gehen wir mal kurz hier hin. Hol mal kurz das Material ab. Beim guten Wagner. So, nicht bei der guten. Immer noch ein R. Denke ich zumindest. Hat einen Bart. Schaut ziemlich männlich aus. Heißt Wagner. Bist du ein Typ? So. So. Zack, dann haben wir einmal alles abgeholt. Ich schmied nichts Neues, ich brauche nichts. Ich habe wieder eine Mille, das ist schon mal gut. Warte, wir gehen jetzt erstmal in die Kanne. Kanne der Vergänglichkeit. Maximal, oh, wir waren doch erst.
Sind wir schon wieder voll? Wir waren doch erst. Ich mag das nicht, wenn irgendwas voll läuft oder dann halt einfach, ja. Wir waren doch am Samstag drin. Definitiv. Oder habe ich das auch da vergessen? Oh, Jean ist auf 7. Gut, jetzt kann ich auf jeden Fall in der Schatzkammer, weil da habe ich noch nichts gekauft die Woche. Das machen wir mal schnell. So die wichtigsten Sachen erstmal. Weihessenz. Und Weihsalbe. Das ist das Einzige, wo für mich so richtig was bringt und das flüchtige Harz. So, wo ist es denn? Glas hier, die da braucht man nicht, definitiv auch. Da muss ich schon mal weniger sammeln. If you ever have any... Dann gehen wir einmal hier runter. Und wir sollten vielleicht, wir sollten vielleicht ins Haus schauen. Vielleicht kann Jean mal mit uns quatschen tatsächlich. Illusion shattered. Was habe ich denn heute die ganze Zeit mit E und F verwechseln? Habe ich doch sonst auch nicht so extrem. Einfach anpflanzen. Solange ich nicht irgendwas Besonderes brauche. Hiervon pflanzen wir einfach mal alles ein bisschen an. Habe ich da ein was vergessen anzupflanzen oder warum habe ich so eine ungerade Zahl? Achso, ja, 5 und 4 kann sie ja. Ich habe nichts gesagt. Alter, wie viel Waldbeeren? Bam. Dann haben wir hier auch alles eingepflanzt. Wir gehen aber mal kurz rein und schauen, ob Jean im Häuschen mit uns quatschen möchte. Jean, du bist auf 7. Also rein theoretisch könntest du. Ich weiß nicht mehr, was bei 6, was bei 7, irgendwo. Jean steht unten links im Büro, oder? Jean und Euler. Euler. Hi, hey, du. Na, du? Oh, it's you. What is it? Bist du mir irgendetwas... willst du irgendetwas tun? That I'd like to do? Why are you asking? Weil ich was mit dir unternehmen möchte. What a weird statement. If that's the case, then let me teach you how to dance. Specifically, the dance of sacrifice. I told you, I've incorporated dance into my sword play. Das sieht man wirklich. If you want to learn my sword techniques, you'll need to learn to dance first. Actually, dance is also my favorite artistic pastime. It's time for you to learn. Werden wir ein Duett tanzen? Wenn ich dir auf die Füßen so, wenn wir... Practice your basic dance steps first, then we'll talk. Such avarice. I ought to reserve the darkest and most grievous of vengeance for you. But thinking about it, since we're already this far, then I'll turn a blind eye to any new grievance. After all, my vengeance for you runs deep. It has long been inextricable. Ich hab dir nichts gemacht. Jean. Let the wind lead. Gibt es etwas, das du machen willst? Perhaps you could join me for a walk? I have taken what you said recently to heart and tried to make a few adjustments in my life. Of course, I still push myself to complete my work when performing my official duties. But when I'm with you, I'm now able to unwind. Das freut mich zu hören. This is all thanks to you. This whole time, you have been a great companion to me. You're always so considerate of my circumstances. It would be shameful if I didn't at least recognize this much. So thank you. Truly. Auch wenn ich mich... Jean sieht so viel besser aus, wenn sie lacht. We should walk while we talk. I still have so much I want to say to you. So, haben wir noch jemanden, der mit mir quatschen will vielleicht? Weil ich war, glaube ich, schon lange nicht mehr im Häuschen drin. Lisa und Baidu nicht. Dann gehen wir mal hier rauf. Ich hätte irgendwann nochmal den Flur hier das mal machen können, ha? Und Mona will auch nicht mit mir quatschen. Hier, da kann ich ja auch irgendwas hinstellen. Vielleicht mache ich das mal wieder irgendwie.
Gott, hat mich die Tür erschreckt. Jupp. Irgendwann werden wir unseren Erfolg da auch haben, dass wir 10 Charaktere auf 10 haben, glaube ich. Ich spiele ja eh nicht so viel, aber die stehen eh halt an der Kanne rum und kriegen halt Punkte dafür. So. Wir springen jetzt noch einmal nach Mondstadt. Und zwar würde ich sagen, einmal die Kügelchen brauchen wir nicht mehr verfolgen. Ich würde sagen, einfach das hier, weil es wirklich am schnellsten geht. Die Sphäre. Verjagen unsere 5 angereicherten Harz noch, weil morgen kein Streamchen. Ich spiele ja kaum noch außerhalb vom Stream. Muss ich ja wirklich sagen. Aber das hole ich mir noch schnell und oh, ja gut, 20 Objekte schmieden, das war klar, habe ich vorhin vergessen einzusammeln. Gut, rein da. Ab dafür. Die Fähre des Stahls. Physischer Schaden 75%. Nice. So, ich hab gehört. Jetzt fangen wir erstmal mit Raiden an. So, Raiden, Kokomi, Sarah Rose und go. Will be mine. 32 Sekunden ist gut. Finde ich. Zack und go. Angereichertes Harz. Perfekt. Und direkt nochmal. Das machen wir jetzt noch 4 Mal. Dann haben wir so 2 Minuten 30 rum. Und dann verbusteln wir mal alles einmal, würde ich sagen. So. Ich glaube, diesmal ziehe ich. Ja, schwer ziehen ist immer blöd, weil so viel Damage machen wir da gar nicht. Weil wir den nicht voll genug bekommen. Du hast diesmal nicht bekommen? Schade. Hör auf, so rumzufliegen. 33 Sekunden. Ja, wobei, die eine Sekunde ist jetzt auch egal, ja? Und jetzt hat Euler ihre Q wieder ready. Und so machen wir das jetzt die ganze Zeit so ein bisschen hin und her. Euler raiden, Euler raiden. Weil Sache Rose ihre Q geht auf jeden Fall hoch. Da müssen wir mal Chi-Chi auch noch hochziehen. Da muss ich noch Artefakte holen. Aber ich möchte tatsächlich erstmal so ein bisschen zumindest mal Chin und Yanfei mal ein bisschen fertig bekommen. Animal Hypostasis Emulation. Absorption Test. Stay clear. Blood of Frost. Beg for mercy. Wie, du hast überlebt? Du hast überlebt. Wetzer. Warum war die auf einmal da hinten? Die hat sich bestimmt aus der Queue raus teleportiert, die Sau. 45 Sekunden, ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht von mir. Zack. Angereichert. Und go. So, noch 2 Mal. Wobei schon wieder nur 16 ein normales Harz da ist. Aber ich glaube, da wäre man nicht genug Zeit, vor allem. Ich wisst ja, unter der Woche ist immer dezent schwierig bei mir. Ich muss ja auch um 16 immer in der Arbeit stehen. Jeden Tag. Aber nicht mehr lange. Weil dann ist Urlaub. Ich glaube, das ging diesmal sehr schnell. 28 Sekunden. Weil die waren alle schön auf einem Haufen, als ich das Schwert raus. Als ich gewechselt habe auf Raiden, um das Schwert fallen zu lassen. Die richtig schön auf einem Haufen gestanden. Und das Ding hat so schön Elektro angenommen. Das Schmetterlingchen. Der Schmetterling. So, einmal noch. Dann geht's ans große Verwurschteln für heute. Ich glaube, da haben wir doch ein bisschen was bekommen. Und einen haben wir wieder nicht. Hallo? Einen haben wir wieder nicht bekommen.
Oh doch. Ist ja 27 Sekunden. Ja, geht. Ist akzeptabel. So, bam. Angereichertes Harz. Ich würde mal sagen, wenn wir so jede zweite Woche mal so richtig fett auf Bücher gehen oder am Sonntag oder so, so, dann geht Euler auch voran und Sarah Rose kommt dann auch noch. Die soll eine Neuner-Dame werden zumindest. Krönchen keine. Aber eine Neuner-Dame auf jeden Fall. So, wir verwursteln mal. Was brauchen wir denn zum Verwursteln? Also wir können Chi-Chi ihr Ding, ihre Waffe noch ein bisschen höher pushen. Damit war's da schon. Artefakte. Janfee. Na gut, dich kriegen wir fertig. Das wird heute fertig. Das wird fertig, das Ding. Dann ist Janfee damit fertig. Gut, wir könnten auch... Ich glaube, bei Janfee können wir auch ziemlich viel Bücher schon reinschmeißen. Rein theoretisch in die Talente, weil wir da echt einiges haben. So ein bisschen auch rumliegen. Damit ist Janfee fertig. Nice, ich brauche meinen Zettel. Aufladerad. Aufladerad ist auch nicht schlecht für Janfee. Sie selber ist halt noch leider noch nicht 90. Aber ihre Artefakte sind schon mal fertig. Und das ist ja schon mal was. Jetzt geht's weiter mit der guten Jean. Jean. Zack. Weil die hat ihre Artefakte schon. Direkt mal auf 14 hochgestartet, ja. Bam. 15. 16, also von 0 auf 16 direkt und das andere auch noch fertig gemacht. Das ist ja schon mal ein guter Start für Jean. Nice. Das waren übrigens gerade 400.000, die wir schon wieder ausgegeben haben. 46 haben wir davon noch. Okay. Dann. Ob wir Janfee noch fertig bekommen? Oh, das könnte sogar passieren. Janfee, du bist eine 90er-Dame. Hey, ist das schön. So, also entweder machen wir... Wie viele Bücher habe ich denn noch? 27. Damit würden wir auf sie auf 70 kriegen. Oder ich glaube sie auch auf 40, oder? Nee, nicht ganz. Nicht ganz. Ja, dann machen wir Jean. Machen wir Chi-Chi erst. So, bam. Damit haben wir sie auf 70. Aber wir brauchen noch ein bisschen Flu-X-Eis. Was jetzt nicht schlimm ist, dann gehen wir nicht auf Jean. Hier die Bücher schmeißen wir noch rein. Wir ziehen ja eh beide hoch. Das ist schön. Haben wir da noch ein bisschen was bekommen? Damit sollte das Mora für die Woche auch ausgegeben sein. Definitiv. 500.000 Mora ausgegeben. Einfach mal so schnell. Ich glaube, da haben wir jetzt auch schon wieder nicht mehr so viel. Wie viel haben wir denn noch? 500.000 wert, gerade eine Mille. Ja, das geht schnell. Das geht immer schnell mit dem Geld. Wie im echten Leben. War sonst gerade irgendwas? Ich gucke gerade einfach mal so ein bisschen durch. Nö, gell? Wir hätten soweit alles durch. Rein theoretisch. Gut, wir könnten natürlich noch die anderen Sachen machen. Die anderen Event-Teile, aber wir haben... Also den fand ich echt cool. Ich glaube, den will ich sogar gerade nochmal ausprobieren. Einfach just for fun. Noch 12 Tage Zeit. Komm, den probieren wir nochmal aus. Den mag ich. Den fand ich echt geil von dem, was er kann. Ich glaube, der zusammen mit Ayaka würde überhaupt nicht funktionieren, wenn du es alleine spielst. Aber im Singleplayer, glaube ich, funktioniert der richtig gut dann. Weil... Stell dir jetzt vor, ins Sokaya. Gefühlt greift er auch so lange an. Was hat der? Ja gut, das ist klar. KT, okay. Echo des Opfers, ist es neu? So, schau mal her, weil jetzt hat ein paar Sekunden hat er noch und...
Der ist mit seiner E fast genauso schnell wie der Cooldown. Warte mal, da muss ich mal gucken, wo ist denn das Set? Das Set des Opfers. Ah, den finde ich geil. Also wenn wir den ziehen, würde ich den tatsächlich vielleicht auch nutzen. Das ist nicht so wie Toma oder sowas, wo ich sage, oh toll, ich hab Toma. Ja, ey, super. Yay, wuhu. Set des Opfers, ist das neu? Ja. Was ist denn das eigentlich? Mhm. Auch cool. Gut, ich würde sagen, wir haben jetzt halt heute, ja, guck mal, 2,5 Stündchen. 2,5 Stündchen mal nur Genshin. Ich würde sagen, wir machen damit aber Schluss für heute.